Sehr geehrte Lehrerinnen, sehr geehrte Lehrer, liebe Interessierte, ich begrüße Sie herzlich zum nun folgenden etwa 10-minütigen Vortrag, in dem es um Cannabisprävention an Berliner Schulen geht. Zuerst erfahren Sie mehr über Cannabiskonsum, insbesondere bei Jugendlichen, dann wie Cannabisprävention in der Schule gelingen kann und schließlich erhalten Sie Hinweise auf nützliche Angebote und Adressen. Die Fachstelle für Suchtprävention führt regelmäßig im Rahmen ihrer Suchtpräventionsseminare an Berliner Schulen Befragungen zum Cannabiskonsum der Jugendlichen durch. Insgesamt wurden 1725 Personen zwischen 12 und 20 Jahren befragt. Es zeigte sich, dass 35% der Befragten Konsumerfahrungen haben, dass die Wahrscheinlichkeit für Cannabiskonsum im Jugendalter ansteigt und dass männliche Jugendliche häufiger konsumieren als weibliche Jugendliche. Die Befragung zeigte zudem Folgendes: Das durchschnittliche Alter bei Erstkonsum der Berliner Jugendlichen beträgt 14,6 Jahre und liegt damit 1,8 Jahre unter dem Bundesdurchschnitt. 27% der Befragten konsumieren Cannabis täglich oder mehrmals die Woche. Nochmals 20% konsumieren mehrmals monatlich. Daraus kann geschlossen werden, dass etwa jede oder jeder zweite Cannabis konsumierende Jugendliche in Berlin ein Suchtrisiko aufweist. Handlungsbedarf für eine gelingende Cannabisprävention ist also gegeben. Die stärkste Wirksubstanz in der Cannabispflanze ist das sogenannte Tetrahydrocannabinol, bekannt als THC. Es ist für das Rauschgefühl verantwortlich. Das ebenfalls in der Pflanze vorhandene Cannabidiol, CBD genannt, ist nicht psychoaktiv und wirkt dem THC entgegen. Nun lässt sich schon eine Weile den Trend beobachten, dass der THC-Gehalt in den Pflanzen steigt, während der CBD-Gehalt sinkt. Das bedeutet, der Rausch wird stärker und halluzinogener. Der Konsum von Cannabis führt zu einer Reihe von positiv und negativ erlebten Wirkungen, von denen hier die verbreitetsten aufgelistet sind. Zum Beispiel positiv, heitere Stimmung, Euphorie oder gesteigertes Kommunikationsbedürfnis, negativ, Angst, Panikgefühle, Hineinsteigern in fixe Ideen oder überempfindliche Wahrnehmung. Das Wirkungsspektrum hängt jedoch auch stark von Konsumart, Wirkstoffmenge, Konsumsituation, Grundstimmung und der psychischen Verfassung ab. Als längerfristige Risiken bekannt sind eine verminderte kognitive Leistungsfähigkeit, Rückzugstendenzen und beispielsweise die Vernachlässigung der Schule. Regelmäßiger Cannabiskonsum kann zudem psychisch abhängig machen. Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Cannabis die Gehirnreifung negativ beeinflussen kann. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen psychischen Belastungen und Cannabiskonsum. Zum Beispiel erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Psychosen auf bis zu 30% bei Personen mit Vorbelastungen. Schließlich steigt auch die Gefahr für beispielsweise Atemwegserkrankungen stark an, denn Cannabisrauch enthält Teer- und krebserregende Stoffe, genau wie Tabak. Nun zu Cannabisprävention in der Schule und wie diese gut gelingt. Was denken Jugendliche über Cannabis? Es ist gesellschaftlich akzeptiert, Kiffen ist cool, viele tun es, das Rauscherlebnis wird als angenehm empfunden, es wird als nicht kriminell betrachtet, es ist preiswert, ungefährlich und in der Gesellschaft angekommen. Gut, aber ist die Schule der geeignete Ort für Cannabisprävention? Diese Frage muss auf jeden Fall mit Ja beantwortet werden. Schule ist ein wichtiger Lebensort und Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche. Hier bietet sich die Chance, sie in ihrer Alltagswelt abzuholen. Worauf kommt es bei wirksamer schulischer Cannabisprävention an? Schülerinnen und Schüler sollen das eigene Konsumverhalten reflektieren und sich mit Risiken und Schutzfaktoren auseinandersetzen. Dafür bieten sich interaktive Methoden an. Cannabisprävention an der Schule gelingt, wenn sie nachhaltig ist, von der Schulleitung mitgetragen wird und Projektcharakter hat. Das bedeutet, mehrere Termine einplanen und die Seminare auch auswerten.
Cannabisprävention eignet sich für Jugendliche ab 15 Jahren oder wenn erste Konsumerfahrungen auftauchen. Ebenso müssen geschlechts- und kulturspezifische Eigenschaften betrachtet werden. Wichtig ist, dass bewährte Erkenntnisse berücksichtigt werden. Zum Beispiel wirken Methoden, die allein auf Wissensvermittlung oder Abschreckung setzen, nachweislich nicht. Eine geeignete Übung ist jene der Konsummotive. Jugendliche zählen auf, was für sie für und was gegen den Konsum von Cannabis oder einer anderen Substanz spricht. Anhand der aufgelisteten Motive können Lehrerinnen und Lehrer Wissen und Fakten vermitteln und auf Risiken sensibilisieren. Wichtig im Gespräch mit Jugendlichen ist eine empathische und offene Kommunikation. Dazu gehört, offene Fragen zu stellen, aktiv zuhören, Wertschätzung ausstrahlen. Vermieden sollten persönliche Fragen, welche Jugendliche in Bedrängnis bringen oder sich durch Provokation auf eine persönliche Ebene ziehen lassen. Was gibt es sonst noch zu beachten? Auch wenn es manchmal zu Schwierigkeiten mit Schülerinnen und Schülern kommt, bleiben Sie im Gespräch. Wenn Sie das Gefühl haben, ein Jugendlicher konsumiert risikohaft, verweisen Sie auf Beratungsangebote. Handlungsleitfäden geben Sicherheit im Umgang mit Cannabis und gegebenenfalls anderen illegalen Substanzen an der Schule. Beziehen Sie die Kontaktlehrerinnen und Kontaktlehrer für die schulische Prävention, die schulischen Koordinatorinnen und Koordinatoren und die Schulsozialarbeit mit ein. Die Broschüre Schule und Cannabis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, ist ein bewährter Leitfaden für Schulen und Lehrkräfte. Er kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Fachstelle für Suchtprävention Berlin verfügt über zahlreiche Angebote, online wie offline. Fachliche Empfehlungen, Infoblätter, Infokarten sowie Module für Schulen. Informationen finden Sie unter den dargestellten Links. Weitere Angebote zur Frühintervention und schulischen Prävention in Berlin finden Sie hier. Die Homepage der BZGA mit Selbsttest und interaktivem Ausstiegsprogramm, dann das Netzwerk Frühintervention mit verschiedenen Frühinterventionsangeboten, der Mitmachparcours von Karuna Prävenz oder auch Angebote des Therapieladens in Berlin. Die Fachstelle für Suchtprävention berät Sie gerne. Am Telefon, per E-Mail oder neu auch per Chat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.